König, der über ein wunderschönes Land regiert. Ja, ja, ja. Den Menschen geht es eigentlich gut. Sie haben genug Arbeit, genug Geld. Aber der König macht sich Sorgen um das Land. Etwas verändert sich ganz heimlich. Die Menschen sind oft genervt und gestresst. Die Kinder lachen nicht mehr so laut. Fremde werden finster angeschaut. Und der König fragt sich, was fehlt den Menschen? Sie haben doch alles, was sie brauchen. Was fehlt ihnen? Da hatte er eines Nachts einen Traum. Er träumte vom Regenbogen. Vom großen Regenbogen. Sein Traumdeuter am Hofe hat es ihm verraten. Er sagte, der Regenbogen ist ein uraltes Zeichen der Religionen der Welt. Die Menschen, so sagte er, brauchen etwas, woran sie glauben können. Und ihr habt euch auf die Reise gemacht, im Namen des Königs, um etwas herauszufinden über die Religionen der Welt. Und um sie zu finden, die beste Religion für sein Land. Denn der König möchte immer nur das Beste für sein Land. Und so seid ihr losgezogen. Drei Reisegruppen waren unterwegs. Und hier ist unser Koffer. Alles, was wir gefunden haben, ist hier drin. Die erste Reisegruppe. Ihr wart in Italien. Ja. Cappuccino, Espresso, Pizza Hawaii. Ja, ja, ja. Ja. Oh, bella Italia. Und dort entdeckten wir eine Farbe. Es war die Farbe Rot. Rot, sagt man, ist die Farbe der Liebe. Ja, ja. Rot ist die Farbe der Liebe. Wir waren in einer Stadt und die hieß Cupido. 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 Aber in Cupido, da war es zu einer Zeit. Da hatten die Menschen Hunger, eine Hungersnot in der ganzen Stadt. Aber das Schlimmste war, dass draußen vor der Mauer jemand herumschlich. Es war... Zeigt mal eure Zähne. Zumindest die, die ihr noch habt. Denn da war er. Der Wolf von Cupido. Ich bin der Wolf von Cupido. Mein Gebrüll geht. Meine Zähne an und es ist so bitter, bitter kalt. Gleich komm ich aus dem Wald. Denn mein Bauch ist so furchtbar leer, was zu fressen muss her. Ich bin der Wolf von Cupido. Mein Gebrüll geht so. Aber jemand, der ist dem Wolf entgegengetreten, nicht mit Hass im Herzen, nein, sondern mit Liebe. Er war bekannt überall. Er wollte leben wie Jesus. Wie ein Bettler gekleidet zog er durch die Berge. Sein Name war Franziskus. Er glaubte fest an Gott und an die Botschaft von Jesus Christus. Und mit Liebe im Herzen trat er dem Wolf entgegen. Und
verwandelte ihn. Denn die Liebe kann viel erreichen, sogar einen Wolf verwandeln. Und wenn die Sonne aufgeht, hinter den Bergen Umbriens, dann kann man es heute noch hören. Das Lied des San Francesco, des heiligen Franziskus. Lauda to see, Lauda to see, on your sin. Thank you.